Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tiny Tina's Wonderlands gemeinsam mit Fera. Hi und mit Bea. Hi. So, nachdem wir Claptraps erotische Aktion gesehen haben, geht's jetzt hier weiter mit der Quest. Genau, wir müssen wieder mit Quimble sprechen. Und Quimble sagen, dass wir nichts erreicht haben. Du wirst diese Gewundenen hier nicht mehr umkriechen sehen. Alle getötet. Also sind die Verhandlungen gut verlaufen? Hat Diplomatie funktioniert? Wie ein Stufe 9, Glücksbringer. Das war eine Katastrophe. Wie gesagt, ich habe mich darum gekümmert. Ah, ich verstehe. Nun, solange ich wieder in Ruhe arbeiten kann, bin ich zufrieden. Gut gemacht. Hm. Jetzt, wo keine Feinde in der Nähe sind, kann ich mich endlich mal ausruhen. Mhm. Quest abgeschlossen. Oh. Diplomatische Beziehungen. Wupp, wupp. Nice. Was haben wir denn jetzt noch? Aufgestiegen. Ach, wir haben nur noch drei Quests. Triff Alma am Tor der Königin und erreiche die Höhle. Und natürlich sterbliche Höhle, die Mainquest. Guck mal im Garten. Das ist in der Stadt drin. Meister Scharfschütze braucht einen Vorteil. Schriftrolle. Wollen wir die Mainquest weitermachen? Ja, warte kurz. Alles gut, immer langsam. Oh ja, das möchte ich gerne haben. Wir haben jetzt den Heilerpilz. Der wird uns wahrscheinlich mit Furzen versuchen, wiederzubeleben. Wohin müssen wir denn? Ach ja, da ist der Questmarker. Da müssen wir hin, oben, ne? Genau. Das soll, glaube ich, sogar in unserer Welt hier sein. Ja. Folge dem Feuergeist. Denn? Ich habe meinen Wegpunkt festgelegt. Ja. Dann sehen wir auch, in welche Richtung wir müssen. Genau. Wir werden einfach jedes Mal fünfmal durch die Map laufen. Wegpunkt. I feel you. Nietenplumps. Ist geil. Darum ist nicht. Oh. Hinter dir! Au! Stirb! Eine neue Ladung Feiglinge zum Töten! Wo? Oh, armer Kopf! Oh. Autsch! Wo sind deine Manieren, deiner Faulpilz? Ja. Hoffentlich muss ich keine Punkte auf Manieren verwenden. Einen Moment, was bitte. Lebt das noch? Ja, das lebt. Achso, ja, kämpfen darf man natürlich gerne. Und tot, alles. Wir müssen jetzt erstmal da. Hallo Krabbe. Ciao Krabbe. Hallo Krabbe. Meine neue Waffe ist einfach herrlich. Das wäre also erledigt. Oh! Ein Hammerkopf. Klassische Züchtung. Geh auf die Augen. Voll Blitzschaden erlegt. Jo, bitteschön. Noch was? Noch was Liedernes? Aha. Oh, Moment. Zauberzeit! Bitteschön, viel Spaß mit der Pestwolke. Au. Viecher, verpisst euch. Jetzt verzischelt euch doch, ihr Krabbenkackviecher. Du hast keine Chance.
Was bist denn jetzt so, Fera? Die langweilen mich. Ich sehe ständig nur noch Krabben. Ja, dann mag ich gar keine Krabben. Andere Zeiten. Brauch eine Munikiste. Oh, Konstitution und Stärke habe ich ausgelevelt. Ja, das ist Schaden, Einstimmung, Skill up, die Zeit nehmen wir noch das. So. Dann schließen wir doch mal die Pilgerpfad ab. Wo ist denn der Feuergeist? Da hinten ist er doch. Hallo. Hattest du was anderes erwartet? Eigentlich nicht. Oh, gut, dass ich auf den schieße, der schon tot ist. Sieht mir auch sehr oft so. Ist ja toll, wie sehr du dich in die Rolle des dummen Helden reinsteigerst. Aber dir ist schon klar, dass du schnurstracks in ihre Falle tappst, oder? Das ist billigste Machart. Sogar die anderen Idioten am Tisch durchschauen es. Das ist wohl wahr. Ulle? Ulle! Oh! Leider nur grüne Sachen. Und ich habe keinen Platz mehr. Elementaristenkopf der Schlange der Katastrophen legendär. Mhm. Sporenhüter und Klauenbringer, aber Klauenbringer nur sekundär. Ich habe hier halt Kilomantin und Sporenhüter. Mhm. Klauenbringer und Pestrufer. Bist du das? Ja, tatsächlich. Ja? Dann droppe ich dir das mal. Dankeschön. Und hier noch Berserker und Clownbringer. Das will ich halt auch nicht. Ich nehm's mal. Kann nur besser werden. Guck mal, Verkaufsautomaten. Oh Gott. Gib, nimm. Die Zwerge kennen mich. Erst nimm und dann gib. Ja. Ich habe zwei legendäre Sachen sogar. Was ist das andere? Ah, okay, das ist das Schild gewesen. Ich habe 1 Million Gold gesammelt. Geil. Ich bin bei 677. Oh! Da hat nichts. Ach, das ist aber auf jeden Fall eine schicke Sichel. Du hast auch nichts. Ja, halt echt Money. Was ist das? Berserker, das brauche ich nicht. Und was ist hier? Hier ist bei mir eine wogenpulsierender Elementarschlag. Der ist auch nicht besser als das, was ich habe. Ich habe einfach alles verkauft. War nichts Neues bei für mich. Auch viel verkauft, ja. Hui! Na, ich vermisse mein Schwert. Geh im Flammen auf! Drei Minus. Keine Schande, gegen die Beste zu verlieren. Haben wir hier was Blaues? Ja. Da ist ein Würfel. Was? Wo? Da. Gut getarnt. Der Glücksfaktor steigt. Oh, doch, die Lava gibt. Ja, ist okay. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und den ich nehme hier einfach nicht. Alles einmal mit und dann gehe ich nochmal verkaufen. Okay. Weil wir wissen, Loot in Borderlands. Guter Stuff, teuer. Na. Schon. Ja, ganz okay. Ich meine, es gibt halt auch leider wenig guten Stuff, den man wieder einkaufen kann. Naja. Ja, schon. Ich habe jetzt meine Errungenschaft mit mindestens 1 Million Gold bekommen. Ja, gut. Oh, Endboss? Kassara. Kassara erwartet euch bereits. Warte, wie hat sie es vor uns hierher geschafft? Überaus verdächtig. Leute, bitte, ihr werdet sie wirklich mögen, wenn ihr länger mit ihr quatscht.
Bestimmt. Oder aber auch nicht. Ich fürchte, ich war bisher nicht ganz ehrlich zu dir. Aha, ich wusste es. Ein letztes Opfer muss noch gebracht werden. Es ist soweit. Und ich bringe es gerne. Ich werde dich begleiten. Was? Als meine Schwestern auf die Versuchung Drills hereinfielen, gab ich mir die Schuld. Ich schwor, wegen meiner Sünden einsam zu bleiben. Aber du hast mir gezeigt, dass man Schweres nur an der Seite von Freunden durchstehen kann. Oh. Ich werde mich deiner Gruppe anschließen und bei der Mission helfen. Nein, was? Nein! Da stimmt doch was nicht! Sie lügt! Die verrückten Schwestern der Priesterin greifen an, von ihren schändlichen Zaubern angezogen. Schwestern, ich trotze euch heute ebenso wie damals. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Da! Ich hol mal ein bisschen Pestkraut raus. Liegt in der Luft. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Schau! Ja, genau wie wir es geübt haben. Schwierige Aussage. Leise. Blau. Ich danke dir. Du hast mir Hoffnung gegeben. Ich werde dich entlohnen. Blau ist blau. Mit Freundschaft. Ja, das kaufe ich dir nicht ab. Nein, Mann, sie meint es ernst. Darf ich dich umarmen? Ich sehne mich nach der Wärme eines anderen auf meiner Haut. Oh. Weird. Sie hat das H-Wort gesagt. Nein, 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 hat sie nicht. Sie hat es sowas von gesagt. Und du sagtest... Ich weiß, was ich gesagt habe. Oh, das schön. Spontane Selbstentzündung. Ich habe die Sonne nie mehr gesehen. Bitte, seid jetzt zufrieden? Ich, Lasst uns einfach mit dem bösen Gott der Tiefe sprechen, sollen wir? Wird sicher lustig. Unbedingt. Du hast dein Bestes gegeben, Schicksalsbringer. Aber du kannst nicht alle retten. Nicht mit einem Bankermaster wie wir. Oh, der Götterquell, ja, da gibt man ja. Rainer! Rainer, raus dahin! Jo! Godswell? Godswell, Götterquell. Du hättest sie doch nicht gleich töten müssen. Doch, musste ich! Ihr wolltet es so! Jetzt kann ich die ganze Geschichte vergessen! Für sie parat hatte. Sie hatte eine schwierige Kindheit und sehnte sich nach Freundschaft. Eine tolle Erlösungsgeschichte. Alles für die Tonne. Ich weiß nicht. Ich dachte, du bereitest einfach einen coolen Kampf vor. Herzlich willkommen bei D&D. Wie viele Charakter wir schon umgebracht haben, wo irgendwie voll die Story hintersteckte. Ach, das geht eigentlich, aber wo jeder Charakter einfach die dramatischste Backstory überhaupt hat. Ja, das auch. Da geht keiner auf Abenteuerreise, einfach weil er Bock hat, mal ein bisschen von der Welt zu sehen. Wäre ja auch lame, oder? Ja, schon. Bohrenhüter und Berserker. Warte mal, das bin ich? Hey, das bist du! Oh, ich hab's schon wieder getan. Ich wirke Stufe 5, Kommilitz! Was ist das hier? Diese Angebote nicht. Blitzschaden und Sporenhüterkraft. Oh, was macht mein jetziges? Hallo, können wir das vergleichen? Macht Feuerschaden und Berserkerinnenkraft. Ich benutze halt eher Feuer als Blitz tatsächlich. Are you ready? Weiter geht's. Let's go. Arschbombe. Oh. Hui. Hui. Gut, wisst ihr was? Ihr wollt einen Kampf? Ihr kriegt einen Kampf!
Big Gigantic Muscles. Ja, Bosskampf. Okay, so kenne ich unseren Bunkermaster. Willkommen in der Stadt der Mut. Das ist ein großer Junge. Hi, Drill. Ein ganz großer Junge. Hi, Drill. Eine neue Ladung Feiglinge zum Töten. Stirbt der gerade so schnell oder sind das Phasen? Wow! Okay, okay. Hab's verstanden. Ihr ruiniert das ganze Spiel. Kassara war mein Lieblingscharakter. Wir spielen das Spiel auch. Du kannst uns nicht einfach eine Figur in den Hals stopfen und uns zwingen, sie zu lieben. Ich bin der Bunkermaster und ich sage, was recht. Okay. Er ist ein guter Phasen. Junge. Wow, aua. Okay, man kann sich nicht hinter Ecken verstecken. Ah, ja, Munition. No, ouch. Achtung, Drill taucht ab. Reloaden. Natürlich. Wird doch mal fertig? Ah ne, dritte Kuhn müssen wir noch kaputt klatschen. Wir versuchen alle Spaß zu haben. Du bestimmst doch eh die Regeln und hättest du nicht das H-Wort gesagt, würde sie noch leben. Ach, jetzt interessiert euch die Regel. Was ist denn mit dem H-Wort? Hier kommt eine Out. Regel. Die Dreierregel, ihr Nasen! Drill, dessen Herz in Flammen steht. Ihr. Oh. Wie ist Sein es? Herz ist brennt und so. Nee, nein, nein, nein. Einfach in Bewegung bleiben. Ich kann nicht in Bewegung bleiben, dann bin ich nicht so gut im Ziel. Okay, das ist was anderes. Komm ihn gleich. Heiß. Schau, Drill. Schön mit dir. Es ist nur. Oh, was ihr alles droppt. Das ist schön. Ich bin womöglich auch nicht. Dann werdet ihr gehen und ich bin wieder ganz allein. Oh. Was? Wir gruselig. Gehen doch nicht, Tina. Wir spielen gerne dieses Spiel mit dir. Ja, der Bosskampf war der Hammer. Und der Neuling ist voll der Oberarschtreter als Schicksalsbringer. Dann bleibt ihr also? Wie du schon sagtest, das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Natürlich bleiben wir. Ich will sehen, wie es ausgeht. Und Kassara kann ja vielleicht als freundlicher Geist zurückkehren. Nein, sie ist tot, wenn du bei der Pause dran geblieben sind. Wo bleibt die Einbindung mit dem Schriftzug fest abgeschlossen? Erkennst du jetzt, wie kaputt sie eigentlich ist? All die Angst und all ihre Zweifel. Was glaubst du wohl, wie sie sie verarbeitet? In dieser Welt. Sie ist so grausam wie eine Göttin, aber nicht halb so verantwortlich. Was kannst du mich retten, bitte? Wo bist du denn? Schnell. Hier. Oh. Nicht reinspringen, nicht reinspringen. Tu ich doch gar nicht. Gut. Ich spring noch nicht da rein, wo du tot drin stehst. Wusste nicht, dass Schaden macht. Ich wollte ausprobieren und dann war ich schon tot. Upsi. Na komm, weiter. Warte mal hier. Ganz langsam. Gift war irgendwas mit der Verbrecher. Lilanes und was Blaues, schön. Das hier? Das macht aber mehr Schaden. Na komm, gib mal her. Ich habe was Goldenes gefunden und zwar die Körperrune des Wachstums. Das hört sich eigentlich ziemlich nice an. Ich glaube, das hört sich nice an, als es ist, aber egal. Und ich komme. Ach cool, nochmal eine Loot-Truhe, weil wir noch nicht genug hatten. Jo. Rüstest du das auf jeden Fall mal aus?
Ein bisschen Geld. Oh. Hier unten ist doch bestimmt noch irgendwas. Oh, hab ich mich erschreckt vor meinem Pilz. Ja, Mensch. Hier nix. Da ist nix. Schade. Der Schicksalsbringer fragt sich langsam, ob das Gleichgewicht jemals wiederhergestellt werden kann, wenn die Welt in zwei gerissen wurde. Ja, reicht es, das Böse zu besiegen? Oder muss man es komplett vernichten? Bringt doch nichts, dann kommt was Neues Böses. Nö. Ja doch, wenn das aktuelle Böse weg ist, dann kommt irgendwas anderes, was vorher böse sein wollte, aber nicht böse genug war, um gegen das bestehende Böse anzukommen. Ja gut, irgendwer rutscht immer nach. Ja, genau. Ist ja beim Dating auch so. Irgendwer rutscht immer nach. Oberwelt. Lasst euch das von mir sagen, Kinas. Ja, warte mal, hier ist noch mehr. Ja, ich bin hinter dir. Da geht's safe nur zum Anfang durch. Oh, ich will da nicht reinsteigen. Nee. Das brauche ich auch nicht. Oh, ich habe hier irgendwie eine Haar. In meiner Oberwelt? Ja, wenn wir hier fertig sind, dann let's go. Auf und davon. Hey. Dann let's go. Aber was uns auf der Oberwelt erwartet, sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Tiny Tina's Wonderlands, gemeinsam mit Fera. Und mit Bea. Ciao. Ciao. Oh, jetzt müssen wir die noch abwarten. Ihr seid aus der Tiefe emporgestiegen und habt eine neue Abkürzung dauerhaft freigeschaltet. Total cool. Na schön, vielleicht war das ein wenig übertrieben. Ihr wisst schon, Tina. Tina sind die Pferde durchgegangen, aber wir kriegen das wieder auf die Reihe, okay? Schicksalsbringer, du näherst dich dem ehemaligen Meeresrand. Wo einst der Meeresspiegel war, thront nun eine steile Klippe. Du musst einen Weg hinauffinden. Aber das jetzt erst in der nächsten Folge. Ciao. Genau. Tschüssi.